Kogelnik ist eine derjenigen Künstlerinnen, die im Zuge der Revision der Pop-Art, die ja eigentlich ausschließlich männlich konnotiert ist, wiederentdeckt worden ist. Auch diese Arbeit, die Sie hinter mir sehen, Outer Space betitelt, ist, als die Österreicherin ausgewandert ist, in New York entstanden. Kogelnik hat sich in das Leben in New York hineingeschmissen, hat Künstlerfreunde wie Roy Lichtenstein, übrigens auch die Punkte in den Arbeiten von Roy Lichtenstein, sind durchaus bis zum gewissen Grad vergleichbar mit dieser Arbeit, weil Sie sehen, sie grundiert den Untergrund mit Punkten, also mit kupferfarbenen und silbernen Punkten, weil das Bild ja laut dem Titel Outer Space wohl eine Weltraumdarstellung ist. Diese Arbeit ist ganz typisch für die Popkunst, weil sie stilistisch die Flächigkeit, die Buntheit und die Konturierung der Formen übernommen hat, aber auch inhaltlich, also diese Lebensfreude, dieser Fortschrittsglaube, diese visionäre Kraft, die dieses Bild ausstrahlt, ist für mich unglaublich zeitgemäß, also von der gesamten Erscheinung und der Ausstrahlung der Kunst, die mich übrigens so überrascht. Also die Arbeit ist 1964 entstanden und könnte auch in den Nullerjahren gemalt worden sein. Also das Silber erscheint glitzernd und glänzend, als wäre es gerade erst aufgetragen, und auch der ganze Malduktus ist sehr contemporary. Interessant ist hier auch, man sieht, wie Kogelnik umgeht mit Körpern. Sie reduziert den lebendigen, dreidimensionalen Körper zu, man könnte fast sagen, Cutouts oder zumindest zu flächigen Silhouetten, und integriert übrigens auch Fragmente von Armen oder Händen oder Beinen immer wieder in ihr Werk oder stellt möglicherweise auch nur Rümpfe dar. In diesem Fall gibt es auch eine Anspielung an vielleicht das sexistische Körperverständnis, das in der Popkunst grassierte, also zum Beispiel Mel Ramos oder Ellen Jones, weil hier nämlich eine männliche Hand der Frau an ihren Hintern greift.